ich bitte euch darum, heute Nacht für ihn, für den Philipp, Dua zu machen. Allahumma hdihi, Allahumma hdihi, Allahumma hdihi. O Allah, führe ihn zu deinem Licht. O Allah, zeige ihm die Wahrheit als wahr und hilf ihm, sie zu befolgen. Und zeige ihm das Falsche als falsch und hilf ihm, davon Abstand zu nehmen. O allmächtiger Gott, zeige ihm die Wahrheit als wahr und hilf ihm, sie zu befolgen. Und zeige ihm das Falsche als falsch und hilf ihm, davon Abstand zu nehmen. Amen. Und macht auch Dua, dass Allah ihm noch ein langes Leben gibt und ihm ein Husn Khatima gibt, einen guten Abschluss von diesem Leben gibt. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich wollte euch einladen, morgen um 23 Uhr zum Thema, warum sollte Philipp Mickenbecker den Islam annehmen? Der Philipp hat mich von The Real Life Guys hat mich kontaktiert. Ich habe ihm vor längerer Zeit eine Mail geschrieben und dadurch, dass ihr ihn markiert habt, ist er nochmal darauf aufmerksam geworden, hat mich kontaktiert. Und er möchte morgen auch kurz an dem Gespräch teilhaben. Ist ein sehr, ich habe mich ja vorher etwas mit ihm beschäftigt. In YouTube hat er einen Kanal mit 1,3 Millionen Abonnenten, wo er Experimente macht. Ihr bringt mich gerade durcheinander. Wo er bestimmte Sachen baut und mit aus der Badewanne und. Das ist eigentlich total cool, was er dort macht. Und dadurch hat er 1,3 Millionen Abonnenten und der ist krank, schwer krank im Endstadium vom Lymphdrüsenkrebs und hat dann zum Glauben an Gott gefunden und in dem Sinne auch zum Christentum. Und als ich die Geschichte gehört habe, hat sie mich sehr, sehr gerührt. Und ich habe mich damit beschäftigt und er macht auf mich einen sehr, sehr ehrlichen Eindruck, macht auf mich einen bescheidenen Eindruck, mutigen Eindruck, auch die ganzen Sachen, die er gemacht hat. Und ich werde morgen mit ihm inshallah ein Gespräch führen. Und natürlich ist er kein Theologe oder ein christlicher Prediger. Deswegen wird es mir morgen auch nicht darum gehen, irgendwie jemanden an die Wand zu reden oder jemanden zu besiegen, sondern ich möchte ganz sachlich und eine sachliche, vernünftige, ein schönes Gespräch mit ihm führen. Und ich bitte euch alle darum, ihn Dua für ihn zu machen. Ja, er kommt in den Stream rein, natürlich. Ich werde mit ihm ein Gespräch führen. Also er kommt hier in den Stream rein und ich führe dann mit ihm ein Gespräch, inshallah. Und deswegen sage ich ja, es geht mir nicht darum, ihn an die Wand zu reden oder ihn im Gespräch zu besiegen, sondern ich führe mit ihm ein Gespräch über den Glauben, zumindest eine Zeit lang. Er hat leider nicht so lange Zeit. Und macht bitte viel Dua für ihn. Macht viel Dua für ihn. Die Ärzte haben mir nur noch wenige Wochen bis zu 2 Monaten gegeben und ich würde mir so sehr wünschen, dass er zusätzlich zum Namen, zum Glauben an Gott, dass er auch noch zum Glauben findet an den wahren Weg, nämlich Islam, die Gottergebung. Das würde ich mir sehr wünschen und ich glaube, dass das ein Beispiel sein wird morgen, dass man auf friedliche und vernünftige Art und Weise miteinander reden kann und selbst wenn man nicht einer Meinung ist, trotzdem friedlich auseinandergehen kann. Und ich denke, dass das sehr interessant sein wird. Ja. Denn, und das müsst ihr auch verstehen, bei mir ist es immer ein großer Unterschied, mit wem ich rede. Rede ich mit jemandem, der ehrlich, zuvorkommend, höflich ist, wie zum Beispiel ein Pater Sloth,
Oder rede ich mit einem unverschämten Missionar, der versucht, meinen Vortrag zu stören und reinruft und unverschämt ist? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich mit so einer Person wie dem Philipp rede, der aufgeschlossen ist, sicherlich seinen persönlichen Glauben oder seinen spezifischen Glauben hat, ob ich mit ihm sachlich über ein Thema rede oder ob wir es mit unverschämten Leuten zu tun haben, die Lügen über den Islam erzählen, schimpfen und aber selber gar kein Argument für ihre eigene Religion haben, außer irgendwelche Lügen, die sie erzählen. Ja? Er ist also ein ganz normaler Christ, ja, und ich bin natürlich ein muslimischer Prediger. Deswegen geht es hier nicht um eine Debatte oder so etwas, sondern es geht einfach nur um ein freundliches Gespräch unter zwei Menschen mit verschiedenen Religionen. Und ich bitte euch darum, liebe Geschwister, ich bitte euch darum, heute Nacht für ihn, für den Philipp, Dua zu machen. Allahumma hdihi, Allahumma hdihi, Allahumma hdihi. O Allah, führe ihn zu deinem Licht. O Allah, zeige ihm die Wahrheit als wahr und hilf ihm, sie zu befolgen. Und zeige ihm das Falsche als falsch und hilf ihm, davon Abstand zu nehmen. O allmächtiger Gott, zeige ihm die Wahrheit als wahr und hilf ihm, sie zu befolgen. Und zeige ihm das Falsche als falsch und hilf ihm, davon Abstand zu nehmen. Amen. Und macht auch Dua, dass Allah ihm noch ein langes Leben gibt und ihm ein Husn Khatima gibt, einen guten Abschluss von diesem Leben gibt. Amen. Wie gesagt, vergesst ihn nicht in diesem letzten Drittel der Nacht. Am besten, wenn ihr im letzten Drittel der Nacht aufsteht und diese Nacht für ihn Dua macht, für ihn betet. Er hat mir eben selber gesagt, dass ihn das sehr gerührt hat, dass ihn so viele Muslime angeschrieben haben. Und es gab sogar Muslime, die ihm Bücher geschickt haben und dass er das noch nicht mal von den Christen erlebt hat. Und da bin ich wirklich, mashallah, sehr, sehr stolz auf euch, dass ihr das getan habt. Weil, ehrlich gesagt, boah, ich habe mir die Geschichte angehört, liebe Geschwister. Von seiner Schwester, die mit 18 beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, mit so einem Segelflugzeug. Und dann seine Geschichte, 23 Jahre alt, ist mit 16 das erste Mal erkrankt. Und für mich hat mich sehr gerührt, ehrlich gesagt. Ja, es hat mich sehr gerührt. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass er auf den richtigen Weg kommt. Ja, ja, Philipp heißt er, genau. So Real Life Guys. Oder Real Life Guys. Ich kannte ihn jetzt vorher nicht. Wie gesagt, die bauen aus einer Badewanne alle möglichen Kram und so Sachen. Ich finde es eigentlich cool, ja. Weil heutzutage die Jugend, ehrlich gesagt, die muss echt mal auf Idee gebracht werden. Weil viele, die sind nur noch beschäftigt mit ihrem Handy. Die sind wie Zombies geworden. Und da ist es ganz gut. Ja. Okay, meine lieben Geschwister, dann wünsche ich euch was. Macht es gut. Und seid morgen dabei, teilt diesen Livestream jetzt schon mal, damit wir viele Leute aufrufen, damit viele morgen dabei sind. Und bitte, wenn ihr morgen dabei seid, keine dummen Kommentare schreiben und nicht auf irgendwelche Idioten eingehen, die dort dummen Quatsch schreiben. Ja, weil dadurch stört man nur den Livestream. Wir wollen einfach nur sachlich und vernünftig miteinander sprechen. Okay? Macht's gut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.